Hallo zusammen, ich habe hier einen Nissan. Und hier drin habe ich einen Einbau für einen Metzger. Oben sind es normale Radkorbkisten oder E2-Kisten. Und hier unten habe ich dann Auszüge. Hier bringe ich diese zum Beispiel hier rein, längs. Und hier zum Beispiel quer oder quer und längs, wie man das hier anschaut. Ja, also die Auszüge gehen relativ weit raus und wir schauen uns das jetzt im Detail an. Wir haben den Verschluss, der wird hier rüber gedrückt, da kann man aufziehen. Das eignet sich auch für Medikamente. Dieses Aggregat wird von Top System Ost AG Fahrzeugeinrichtung gebaut. Wir sehen dann hinten, haben wir den Kühler eingebaut, wo wir ja, kühlen. Das ist unsere Spezialität. Ein Verdampfer 070. Wir sehen hier, wenn wir das noch, wir haben zwei Seitentüren bei dem Fahrzeug. Links kommt noch eine Wand mit Zurösen, so wie hier. Oben kann ich weitere Waren lagern. Hier hinten sitzt der Verdampfer, der ist jetzt noch nicht ganz zugeschraubt. Und hier sitzt das Kühlaggregat, also ein BD200CN, 12 Volt. Wir haben Kondensator, Pressostat, alles was nötig ist. Und hier oben den Thermostat, klar, ich habe jetzt natürlich alle Auszüge aufgemacht. Sofort hat er eine höhere Temperatur, die Sonde reagiert relativ schnell natürlich auf die Innentemperatur. Wir sehen hier noch das Tippenschild, das ist ein Standardaggregat, was wir jetzt eigentlich hier so verbaut haben. Wenn ihr Interesse habt an dieser Fahrzeugeinrichtung, könnt ihr euch auch hier melden oder informieren, Top System Ost. Ja, und klar bringe ich euch einen Transportkühler und auch ein Aggregat, was wir hier verbaut haben und ein Abo hier unten. Könnt ihr mir auch da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.